Jahren darf ich Sie, liebe Medienvertreter und auch liebe Fans, die jetzt bei FCK TV dabei sind, ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 34. und letzten Spieltag. Hierzu begrüße ich Cheftrainer Norbert Meyer. Vorab noch ein paar Informationen. Zum einen der Stand der Tickets. Wir haben Stand jetzt 35.000 Karten für dieses Spiel verkauft. Es gibt also noch einige Tickets. Schiedsrichter der Partie ist Markus Schmidt. Ganz wichtig dann noch, wir empfehlen allen Fans eine frühzeitige Anreise. Das liegt zum einen daran, dass wir noch ein hohes Aufkommen am Spieltag erwarten. Zum anderen daran, dass natürlich dieses Spiel aufgrund der Brisanz des letzten Spieltags auch nicht eine Sekunde später angepfiffen werden darf. Insofern rufen wir dazu auf, alle frühzeitig anzureisen. Und für kurzfristig Entschlossene empfehlen wir vor allem den Kauf von Print-at-Home-Tickets. Das ist natürlich sehr praktisch für die, die kurzfristig sagen, ich gehe doch noch auf die Betze, können sich die Karten daheim schon ausdrucken, gibt es kein Anstehen mehr, keine Schlange mehr. Und dann geht es auch ganz zügig ins Stadion. Dann noch vorab die Information, weil die Frage jetzt öfters mal aufkam in den vergangenen Tagen, die Informationen zu einem möglichen Verkauf von Tickets für eventuell noch folgende Spiele finden Sie auf unseren Online-Kanälen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir kommen zum ganz Wichtigen, nämlich zum Sportlichen. Norbert Meyer, Norbert, wie sieht's aus im Kader? Wer ist fit? Wer fällt eventuell aus? Was kannst du zum jetzigen Zeitpunkt sagen? Ja, die üblichen. Pritsche Bilko ist ja operiert worden, haben wir aber letzte Woche schon besprochen. Dann Jakob, der doch schwerer verletzt ist. Und ja, Mucha, klar. Und ansonsten ist nichts dazugekommen. Das klingt schon mal sehr gut, schon mal sehr positiv. Dann gebe ich jetzt mal frei für Fragen. Den Anfang macht heute Michel Haslinger, Radio RPR 1. Kleinen Moment, Mikrofon ist auf dem Weg. Emotionale Frage, okay. Herr Meyer, wie groß ist die Zuversicht bei Ihnen, dass sich die Mannschaft am Sonntag zu leidenschaftlichem Abstiegskampf durchringen kann? Oh, das ist eine Frage, da muss ich jetzt aufpassen. Da haben Sie Wörter drin, durchringen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir das am Sonntag machen. Und wir sind jetzt in der Situation und dieser Situation musst du dich stellen. Das ist so. Fußball ist immer ein Abbild von dem, was in einer Saison gelaufen ist, aber... Was mich zuversichtlich macht, ist, dass die Mannschaft das in entscheidenden Situationen ja schon gezeigt hat, dass sie das kann. In der Hinrunde, als sie da die drei Siege nacheinander errungen hat, wo die Situation auch nicht einfach war. Jetzt, als wir eine gewisse Dürrephase hatten, dann mit dem Spiel gegen Fürth und auch den Spielen 60 und Karlsruhe, die sicherlich nicht gut waren über 90 Minuten, immer phasenweise. Diesmal muss es eine Leistung sein, die fokussiert ist über 90 Minuten. Wenn du mit dem ganzen Rotz, der danach kommt, nichts mehr zu tun haben willst, das ist ja ganz klar. Und darauf muss man sich einstellen und das muss man leben. Dafür ist man auch Fußballer und man kann mit einem Spiel eine ganze Region glücklich machen. So einfach ist das.